Hallo, liebe Wichtelfamilie. Jetzt wollen wir mal gucken, was aus diesem Blatt Papier werden kann. Das Blatt Papier ist ein Quadrat, ein Viereck mit gleich langen Seiten. 1, 2, 3, 4. Und die Seiten sind alle gleich lang. Das wissen die Schulhüpfer und manche Riesen wissen es auch. Eine Spitze zeigt zu deinem Bauch, die nimmst du jetzt und faltest sie nach oben zu der anderen Spitze. Gut feststreichen. Dann nimmst du die eine Spitze, die hier an der Seite liegt, und faltest sie rüber auf die andere Seite. Wieder ordentlich streichen. So, jetzt nimmst du die untere Seite, die zu deinem Bauch zeigt, und faltest sie um, vielleicht so dick wie zwei von deinen Fingern sind. Bei mir reicht ein Finger. Am besten, du lässt den Finger in der Mitte liegen an dieser Naht. Und nimmst die Ecke und schlägst sie an der Naht nach oben. Das gleiche machst du auf der anderen Seite. So, dann können wir es umdrehen. Was wird denn wohl draus? Die obere Spitze faltest du um und steckst sie aber hinten rein. Und genauso machst du es hier mit der unteren Seite. Was könnte es denn sein? Ein Häschen am Ende? Kannst noch zwei Augen aufkleben? Und einen Bart, den habe ich aus Stroh gemacht. Du kannst aber auch einfach ein Gesicht mit einem Stift aufmalen. Dann malst du zwei Augen. Und eine Hasennase. Und fertig ist der Osterhase.